Zombie Apocalypse. Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns ein paar Maps an, beziehungsweise ich werde mir ein paar Maps angucken und einfach ein bisschen was dazu sagen, beziehungsweise bevor ich das mache, werde ich hier nochmal ganz kurz was einstellen. Ja. Genau, Leute, ich werde mir heute ein paar Singleplayer-Maps angucken. Hier sieht man nämlich schon ein paar. Ja. Ich würde sagen, wir fangen an. Einfach mal mit dieser hier. Würde ich einfach mal sagen. Mit der fangen wir jetzt einfach an. Ich habe jetzt nicht genau auf den Namen geachtet. Ich habe jetzt den Namen tatsächlich nicht im Kopf. Aber man sieht es, glaube ich, schon, was das hier für eine Map sein soll. Es soll ein Haus sein. Oder besser gesagt, ein richtig fettes Haus. Alter, das Haus ist fett. Das gefällt mir. Und wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen uns das Haus jetzt einfach mal an. Gut. Kommt man hier schon mal rein? Alter, das Haus ist ja riesig. Bist du deppert? Alter Schwede. Achso, das ist so ein Tischlein. Okay. Alter. Okay, das ist geil. Das sieht schon mal richtig nice aus. Und hier geht es nochmal raus anscheinend. Ach, hier geht's. Ah, hier. Okay, hier ist eine Dusche. Also hier ist dann die Dusche wahrscheinlich. Genau, hier ist dann. Und das soll der Spiegel sein, genau. Ah! Ich mach das mal wieder auf. So. Wir gehen das mal hier lang. Weil hier haben wir dann die abnormal fette Küche. Ah, okay. Das ist geil. Okay, das ist geil gemacht. Das ist geil gemacht. Auch hier mit diesen Schränken da. Hier auch. Das sind natürlich keine echten. Aber es ist halt trotzdem einfach geil gemacht. Oh, Alter. Also hier hat sich einer Mühe gegeben, auf jeden Fall. Hier geht es auch nochmal raus. Das schauen wir uns dann später noch an. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Hier hin. Alter. Was? Achso, okay, hier sind Barrierblöcke. Oder was ist das? Ah ne, das ist Glas. So. Okay, nice. Oh, hier auch so mit Doppelkamin. Finde ich auch sehr, sehr nice. Ja, hier so Gucci-Teppich angelehnt. Und ich muss sagen, gehen wir mal hier rein. Ah, hier ist das Schlafzimmer, das erste. Ich schätze mal, hier ist dann Verbindung ins nächste. Nee, was soll das hier sein? Ich glaube, das ist so ein abnormal fettes Bad, weil guck mal hier. Ja, doch, das ist ein Badezimmer. Bruder. Yo, what the fuck? Okay, das ist fett. Das ist fett. Okay, hier gibt's auch nochmal. Hier ist auch nochmal eine Tür. Hier gibt's noch ein Badezimmer. Okay, da hängen Handtücher. Also, das ist schon OP krank. Oh, hier gibt's nochmal. Hier gibt's ins nächste Zimmer. Oh, okay. Okay, verstehe. Streamingraum. Verstehe. Hier ist der Streamingraum. Oder dann hier so gesehen sitzt, hier drei Bildschirme, Maus und dann hier die Tastatur. Okay, geil gemacht. Hier auch nochmal so einer, so ein kleiner PC noch am Start. Hier der Greenscreen natürlich. Okay, Digga, das ist geil gemacht. Wenn ich wüsste, wie dieses Greenscreen funktionieren würde, würde ich mich da jetzt wirklich hinstellen und sagen, komm, ich pack da was hin. Dass ich mich jetzt hier irgendwie so hinstelle einfach und dann irgendwie auf diesen Greenscreen da irgendwas drauf mache, aber ich habe leider keine Ahnung, wie das funktioniert. Falls ihr euch damit auskennt, schreibt es mir sehr gerne mal in die Kommentare, wie ich sowas einfüge. Genau, hier war dann das Streamingzimmer, da sind wir schon drin gewesen, also weil dieses das Zimmer, da geht's noch mal lang. Ach so, und da kommen wir auch mal dieses Zimmer rein. Oh, und hier kommen wir dann auf den Art noch mal fetten. Ich schätze mal Balkon. Oh, jetzt bin ich im Flugmodus. Okay, wo kommen wir hier hin? Ah, hier ist wieder der Streamingraum. Okay. Aber hier ist dann wahrscheinlich so eine kleine Terrasse. Ich würde sagen, waren wir hier schon?
Oha. Also lol. Okay, man kann da rausgehen. Nice. Ich würde sagen, wir gehen mal nach draußen. Aber diesmal hinten rum. Muss ich aber einmal hier runter. Gehen wir einmal nach draußen. Ich glaube, ich kann. Genau, ich kam ja hier raus. Und schauen wir uns erstmal hier. Oh, okay, das ist geil gemacht. Boah, das wäre jetzt auch noch geil, wenn sich das Ding auch wirklich bewegen würde. Auch das wäre übelst. Das wäre sick, aber es gibt ja eine, es gibt ja glaube ich so eine Mod, die das macht. Jo, und hier dann der abnormal fette Pool. Oh, okay, das bockt schon, das bockt. Alter, das ist schon geil. Dann hier so diese Treppe wahrscheinlich. Schätze ich mal. Oder hier so ein kleiner Chillort, wo du dich dann so hinhocken kannst, ein bisschen chillen kannst. So, boah. Und der, okay, das ist nice, das ist schon nice, muss ich sagen. Das gefällt mir. Und dann ja, hier die Treppe nach oben, wieder raus aus dem Pool. Alter, das ist ein richtig fettes Haus, Alter. Junge, Junge, Junge. Hier auch noch mal dieser Käfig für die Vögel hier. Ach stimmt, jetzt sehe ich auch, dass das ein Käfig ist. Lol. Ja, und hier noch mal. Hier ist dann halt so eine kleine Garage. Und dann hier der absolut fette Brunnen. Na, und hier zwei Gärten. Muss man natürlich haben mit nochmal jeweils einem fetten Brunnen. Und hier stehen Schilder. Just read this. Just remember, the creator of map. Is a legend, okay. Port noted. Don't break anything. Ich schätze mal, das soll stehen. Don't break anything, aber okay. Welcome to S,S House, okay. Just read all this. Als ob ich das jetzt alles lese. Settings and things you should know. Settings difficulty peaceful. Game on creative. Brightness bright. Better grass fancy, better to play at night time in this world. At night, ignore all the bats, enjoy. Okay. Also hier steht halt drauf, man soll in der Nacht, soll man die Fledermäuse ignorieren. Oh, das sehe ich jetzt. Ist hier so ein kleiner Eingang. Okay, Alter Schwede, dieses Haus ist halt auch übelst fett, ne? Alter Schwede, Junge, 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 Junge. Ich will nicht wissen, wie lange der Typ daran gebaut hat. Will nicht wissen, wie lange der gebaut hat. Ich versuche mal nach ganz oben, dass man mal alles sieht. Alter, das ist schon fett. Vor allem da hinten, da geht es ja noch weiter. Weil ich glaube, das sieht man jetzt halt nicht wegen der Dingens, die ich eingestellt habe, wegen den Chunks. Ich habe jetzt auf 8 Chunks wieder drauf. Kann ich auch hier einmal zeigen. Ich glaube, da steht das auch irgendwo. Chunks sollte eigentlich irgendwo stehen, aber ich habe keine Ahnung. Das sieht doch übrigens einmal meine Grafikkarte, GT 710. Ja. Hidden FPS TPS. Ich weiß nicht, was TPS ist. Ich schätze mal, TPS ist dieses 10 noch was. Aber ich habe da gar keinen Plan von. Naja, ich würde sagen, wir schauen uns die nächste Map an. So, und da sind wir auch schon in der nächsten Map. Die hat den Namen, weiß ich auch gar nicht. Muss ich dann gleich nochmal nachgucken. Jetzt ist sogar hier mit richtiger Straße. Okay, wie weit geht die? Okay, alles klar. Okay, die gibt es hier hin. Okay. Ja, unspektakulär jetzt hier die Straße. Denn es. Wo kurz Tag und dann. Weather clear. So. Dass wir einmal clear weather haben. So. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal dieses Haus hier an. Was mir als erstes auffällt, hier steht ein fett geiler Ferrari. Nein, Spaß.
Aber hier steht halt ein geiles Auto. Auch sehr geil nachgebaut hier, auch mit diesen Rücklichtern. Ah, mit rotem Glas hat er das gemacht. Okay, krass, weil wie auch immer er das so hinbekommen hat. Okay. So. Hä? Okay. I don't know. Außen kommen wir gleich. Ich glaube, wir gehen erstmal rein. Komm, wir gehen erstmal rein. Hier ist doch Garage. Jo, wie viele Garagen hatten das aus? Ah, hier geht's rein. Okay, hier erstmal der fett geile Kabin. Oha, die Vorhänge sind geil gemacht. Fällt mir jetzt schon mal direkt gut auf. Aber hier der Kamin mit diesem Ding ist sehr, sehr geil gemacht. Okay, hier der Fernseher, hier die Soundboxen. Okay, ich glaube, das Ding soll ein GameCube darstellen. Okay, das Ding soll wirklich ein GameCube darstellen. Alter, wie geil gemacht. Ja, hier halt so ein Sofa. Ein Chili-Milli-Sofa. Ne? Genau, da kommt man hier, glaube ich, in so ein Arbeitszimmer rein. Hier kommt man dann in die Garage, wo noch ein fettes Auto steht. Close. Open. Los. Okay, keine Ahnung. Ah, hier ist dann nochmal so eine kleine Arbeitsplatte. Hier eine Bergbank. Nice. Okay, auch geil gemacht. Hier auch diese Rüstung hier. Sehr, sehr geil gemacht. Hier dann auch wieder Schränke. Hier haben wir so einen kleinen Tisch. Hier dann die Küche. Auch geil gemacht. Oder oben steht sogar noch Honig oder was das sein soll. Ich habe gesehen, es gibt noch eine Tür hier irgendwo. Okay, ne, hier gibt es. Ah, doch, hier kann man noch rein. Ja. Ah, hier ist eine Terrasse und sowas. Balkonmäßig ist hier dann auch geil gemacht mit so einem Grill. Auch cool gemacht. Aber von außen ist das Haus gar nicht mal so groß. Da ist noch ein kleines Blumenbeet. Und sonst ist draußen eigentlich relativ wenig. Gehen wir mal weiter nach oben. Okay, das gefällt mir. Diese Baukonstruktion hier mit diesen Treppen. Das muss ich sagen, das gefällt mir mal richtig gut. Auch dass er dafür glatte Quarztreppe benutzt hat. Ich weiß nicht, was hat er hier verwendet? Hat er. Ah, perfekt, den glatten. Glatten Quarzblock, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde sagen, hier gehen wir jetzt erst rein. Hier ist nämlich so ein kleines Schlafzimmer. Okay, hier mit dem Wecker anscheinend. Hier nochmal mit dem Fernseher. Dass man sich so hier so hinlegen kann, so. Und dann kann man da in Ruhe gucken. Ich würde sagen, dann gehen wir mal hier rein. Hier ist sich das Badezimmer. Oh, okay, geile Dusche. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Hier dann, ja, hier das Klopapier. Perfekt. Ja, und dann hier halt, ne? Hände waschen. Und dann, ja, hier nochmal so Rüstung. Oh, was ist das hier? Das sieht aus nach. Ja, okay, ja. Das Problem ist, das sieht ein bisschen bei mir halt anders aus, weil wegen meinem Texture-Pack, aber das ist tatsächlich normal, dass das so komisch aussieht. So, hier geht's dann nochmal rein. Oh, da meistens haben die Leute auch was in die Truhen gelegt, aber nicht immer. Oh, das sieht ja auch geil aus. Ich dachte erst gerade, das wäre ein Kuchen, aber nee. Alter, was? Der hat nicht Real Talk Billardtische hingemacht. Vor allem, wie hat er das bitte hinbekommen? Ja, okay, das ist auch fett gemacht. Das ist schon geil. Ja, und dann hier halt auf dem Balkon drauf. Wenn man ganz irre ist, kann man sich hier aufs Dach hochfliegen. Aber das Haus ist doch viel fetter, Digga. Hier muss doch irgendwo noch was sein. Es gibt
gibt hier doch safe irgendwo noch einen Geheimgang, von dem ich nichts weiß. Ja, tatsächlich nicht. Egal, komm, dann gehen wir wieder runter. Dann schauen wir uns einmal noch mal vorne an, von vorne das Haus an. Was mir allerdings aufgefallen ist, es gibt zwei Geraden, fühle ich jetzt persönlich eigentlich nicht so, aber ich finde schön, dass die eine so auseinander, dass sie ein bisschen auseinander sind, die beiden Garagen. Das gefällt mir. Und ja, muss ich sagen, ist schon schön, kann man machen. Aber ja, okay, so ein Haus würde ich halt niemals bauen können, aber nein. Ich würde sagen, wir sehen uns die nächste Map an. Und ich würde sagen, bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder in der nächsten Map. Team Members Game Mode Set. Welcome to Besma City or Social Media. Ah, okay, hier. Warps Controls. Ah, hier Kontakt. No Contact. Twitter. YouTube, Discord, halt auch per Gmail, die verdecke ich jetzt mal mit meinem Arm. Aber ja, auch mit E-Mail kann man sich da melden. North, East, dann ist das Süden und der Westen. Genau, hier ist einmal so eine Landkarte von der Map. Also die Map ist riesig. Also genau, hier sieht es auch nochmal. Genau, hier kann man sich jetzt zum Beispiel in den Adventure Mode stellen. Hier jetzt in den Survival, Zuschauer oder Creative. Wir gehen jetzt. Ich gehe jetzt wieder in den Kreativmodus. Genau. Das Build Team. Hier gibt es auch nochmal das Build Team. The Ballistic God. Geiler Skin. Project Fox. Kubik 877, Marvel Moon Gamer und Elias Oji. So, ich würde sagen, wir gehen in den Süden. Und ich weiß nicht warum, aber. Achso. Ah, deswegen hatte ich keinen Ton. Ich hatte nämlich mein Headset ausgestellt gerade. So. Ich würde, warum ist hier ein Schaf? So, ich würde sagen, es würde viel zu lang dauern, hier uns jetzt alles anzugucken. Deswegen, wir machen so einen Schnelldurchlauf. Hat auf jeden Fall ein bisschen was von New York, ne? Also ein bisschen New York-mäßig. Auch das Gebäude ist wieder riesig groß. Ion oder Eon? Soll das Eon oder Ion heißen? Ich weiß es nicht. Auch noch mal irgendein Gebäude, auch die Lüfter hier oben sind fett gemacht, Digga. ACN, was ist ACN? Leute, wenn ihr es wisst, schreibt das gerne mal in die Kommentare, was ACN ist. Ich wüsste jetzt nicht, was ACN sein soll. Aber guck mal, wie groß das hier ist, Alter. Hier mit einer Brücke. Eigentlich bräuchte ich jetzt mal so eine Automod. Da müsste ich ja eigentlich lang fahren. Mit so einem Auto, durch so einem, wegen dem Automod, Alter. Eigentlich wird das schon ein Grund, jetzt hier lang zu fahren. Alter, okay, das ist. Entweder steht hier ein LKW oder das soll ein Bus sein. Ich gehe davon aus, wenn der Sitze innen drin hat, dann ist das ein Bus. Ja, das ist ein Bus. Tatsächlich, Alter, wie geil. Hä? Lol. Okay, ich wollte. Okay. Ich glaube, wenn man hier. Okay, wenn man darauf geht, dann wird man dahin tippet. Okay, das ist nice. Ey, das ist geil gemacht. Hier ist nochmal irgend so ein Gebäude. Ey, sieht fast schon aus wie dieses Liebestadion.
Boah, Digga, irgendwie gibt mir das hier gerade voll die WrestleMania-Feelings, Alter. Aber ich glaube, das ist sogar das Liebesstadion. Ich will da runter. So kann ich da nicht runter. Ich will da runter. So kommen wir auch nach unten. Oh, ich lasse das mal drin, falls hier nochmal Glas sein sollte. Aber Alter, wie fett geil ist das gemacht? Junge, 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 guckt euch mal dieses Stadion an. Alter, okay, das ist geil gemacht. Das ist Real Talk geil gemacht. Raiders und Huey's. Okay, hier geht's sogar noch rein. Visitors Locker Room. Okay, krass. Und hier sind Raiders, genau. Also das detailgetreu nachgebaut wurde, Respekt. Das so original nachgebaut wurde, Respekt. Dann wirklich Respekt. Kann man dann nicht anders sagen. Ah, hier geht's dann raus, okay. Ah, hier ist dann wieder dieses Glas. Was ist hier? Ist das noch ein? Das ist einfach daneben. Daneben ist einfach ein fucking Fußballstadion. Was, Digga? Als ob. Hier ist einfach noch ein Fußballstadion daneben. Okay. Ich befasse den hier. Komm, Leute, wir gehen in die nächste Map rein. Das müsste jetzt. Genau, das ist wieder ein Haus wieder. Ich habe mir nämlich ein paar Häuser-Maps geholt. Ich habe auch noch eine Dropper-Map. Dazu wird es aber ein eigenes Video geben. Und ich schätze mal, ihr habt auch diese Enderman-Map gesehen. Dafür wird es auch ein eigenes Video geben. Und ja, deswegen, wir schauen uns jetzt erstmal nur so Häuser-Maps und gefüllte Städte. Okay, ich weiß nicht, was das hier sein soll. Ich glaube, das ist so ein Schlafzimmer. Und hier so eine. Ich weiß nicht, was das genau sein soll. Hier ist auch nochmal ein Schlaf. Also, dieses Haus, muss ich sagen, ist sehr, sehr unübersichtlich. Dafür, dass das so groß ist, ist es ein bisschen unübersichtlich für mich. Also für mich ist das schon sehr, sehr unübersichtlich, einfach weil ich jetzt schon keinen Plan habe. Ah, hier ist so eine Garage. Wäre natürlich jetzt auch geil, wenn die aufgehen würde. Ne, okay. Komme ich da irgendwie rein? Oh, ist aber so. Na, okay. Ist ja nichts. Also hätte ich mir sparen können. Hier so ein kleiner Sandkasten. Hier so ein Fenster. Aber es ist halt doch schon cool gemacht, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil alleine diese Mühe. Okay, hier kann man dann so auch noch was machen. Ah, hier geht's dann raus, schätze ich mal. Ja, hier geht's raus. Aber krass, dass das Ding keine obere Etage hat. Hier geht's auch nochmal rein. Aber hier komme ich nur wieder dahin. Es ist sehr, sehr unübersichtlich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Klar, so, wenn man jetzt mit Freunden zockt und so und dann so ein Haus baut, wäre schon krass. Aber, ja. Wäre jetzt nicht unbedingt das, was ich bauen würde. Oh, hier geht's ja auch noch rein. Ah, hier ist immer so ein kleiner Abstellraum, schätze ich mal. Ah, und hier ist dann halt die Straße. Ja. Also ist halt ein kleines Haus, ne? Ist jetzt so ein kleines Haus, was man sich so für den Anfang wahrscheinlich baut, aber den Kamin finde ich geil, beziehungsweise den Schornstein hier oben, den finde ich geil gemacht. Auch mit diesen Tüchern hier, beziehungsweise mit den Banners finde ich auch geil gemacht.
Muss man ja auch einfach mal sagen. Also klar, die ganzen Maps waren jetzt schon krass, die Häuser, die wir uns angeguckt haben, aber die Stadt gerade, die püff, das war ja mal heftig. Ich glaube, wenn ich mir so eine Automat hole für den Singleplayer, dann schauen wir uns die auf jeden Fall auch noch mal genauer an. Und ja, sonst ich kann mal versuchen, also ich werde versuchen, dass ich die Map auf meinen Server kriege. Aber ich habe nämlich so einen Artanos-Server, da kann ich ja auch Maps, glaube ich, mit draufpacken und dann gucke ich einfach, dass ich diese Stadt darauf bekomme. Höh, Digga, das wäre halt schon heavy, Alter. Digga, einfach Minecraft-RP, Digga. Aber man muss ja gucken, ne? Oh. So, ich gehe nochmal ganz schnell gucken, ob es noch eine Map gibt. Wenn nicht, sehen wir uns gleich in einer anderen Map wieder, wo ich dann die Abmod mache. So, tatsächlich nicht mehr die letzte Map, wäre jetzt tatsächlich noch auf 1.17, da ich nicht weiß, ob ich die hier spielen kann, weil ihr seht ja schon, ich spiele auf dem Luna Client Launcher. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ich mehr von diesen Map Reviews machen soll, dann sagt mir gerne mal in den Kommentaren Bescheid, schickt mir gerne die Links per Discord und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.